Hallo zusammen, hier ist der Dominik von 4kfilme.de. Wir möchten euch hier die neue The One oder Performance-Serie von Philips vorstellen unter der Modellbezeichnung PUS8505. Der Vorgänger hat ja bereits um die 15 Awards oder über 15 Awards schon eingeheimst und man möchte darauf auf diesen Erfolg aufbauen. Und erhältlich ist diese Serie in 43 Zoll, 50, 58 und 65 Zoll und sogar in 70 Zoll. Eine 55 Zoll Variante wird es nicht mehr geben, da die meisten Kunden zur 58 Zoll Variante gegriffen haben, da diese nur eine geringe Preisdifferenz zur 55 Zoll Variante aufgewiesen hat. Wie man vorhin gerade gesehen hat, die Performance-Serie ist nicht das günstigste TV-Modell, ist auch nicht das Gerät mit der besten Ausstattung für Philips und am Ende dann auch für den Kunden soll die Performance-Serie die Serie sein, die einen vernünftigen und angemessenen Kauf darstellt. Die Performance-Serie hat auch so gut funktioniert, dass der Overall-Umsatz um bis zu 30% bei Philips im 2019 gesteigert werden konnte und die Performance-Serie an sich hat schon 75% im Vergleich zur gleich ausgestatteten Vorjahresserie zulegen können, nur durch dieses Rebranding und durch den Invest in eine mittlere TV-Serie. An der grundlegenden Technik hat sich in diesem Jahr eigentlich nicht so viel verändert. Es ist immer noch ein LCD-TV mit direktem LED-Backlight, mit einen P5-Prozessor oder P5-Build-Engine der ersten Generation. Somit hat diese leider kein SDR-to-HDR-Conversion, also kein Perfect Natural Reality, was man vielleicht wirklich auch außer Acht lassen kann. In diesem Jahr muss man auch dazu sagen, es gibt zumindest keine Abstriche, es gibt nur Verbesserungen oder Optimierungen, wie wir sozusagen festgestellt haben. Qualität ist wie gewohnt hoch. Das TV-Kabinett an sich ist aus Metall gefertigt und auch der Standfuß ist aus echtem Metall und das ist auch Philips extrem wichtig, dass hier einfach dieses Designpaket auch stimmt. Also der TV soll nicht nur eine gute Performance liefern, sondern soll auch gut aussehen. Was neu ist, sind die erhöhten Standfüße, beziehungsweise das Display wurde erhöht. Bei den 2019er Geräten war es glaube ich nur 2 cm und somit war es nicht möglich, ein Soundbar darunter zu platzieren. Diesen Fehler hat Philips jetzt behoben und hat den Abstand zwischen Unterkante des Displays und dann der Auflagefläche, also des TV-Möbels, auf 7 cm erhöht. Da passt eigentlich so gut wie jede Soundbar darunter. Und die TV-Standfüße, die sind in der 43, in der 50 und 58 Zoll Variante, können immer noch gedreht werden. Die 65 Zoll Variante leider nicht. Und beim 70 Zöller kann man sich selber entscheiden, möchte man so ganz schmale oder ganz niedrige Standfüße, die dann nur so 19 cm hoch sind, oder dann wirklich die ganz hohen 70 mm hohen Standfüße. Hier sieht man dann auch noch den IR-Empfänger, der jetzt mittlerweile nicht mehr so dominant ist. Man kann den eigentlich fast nicht mehr sehen, weil er halt dann auch in diesem matten Grau gehalten ist. Und hier sehen wir dann auch noch die neue Fernbedienung. Die ist jetzt wieder in Schwarz gehalten, um die Lesbarkeit zu verbessern, also der einzelnen Tasten zu verbessern. Zudem hat sie eine Beschichtung, die dem Nutzer das Feeling gibt, als hätte er ein Gerät aus gebürstetem Metall oder ja, dieses Brushed Metal in der Hand. Und zudem hat sie noch selbstleuchtende Tasten und ist etwas schwerer. Und ganz wichtig oder eigentlich das Alleinstellungsmerkmal der Performance-Serie ist natürlich Ambilight und Philips hört auch nicht auf, das Feature nach oben zu halten. Wieso denn auch, wie man hier sehen kann, liefert dieses Feature ein ganz eigenes Seherlebnis. Und
Auch die externen U-Lampen, wenn man dann auch eine TV-Bridge oder eine U-Bridge hat, lassen sich dann zum Beispiel auch noch mit dem Fernseher verbinden und erweitern sozusagen das Ambilight-Feeling in den Raum. Wichtig auch, Sprachassistenten sind jetzt nicht mit Farview oder Farfield-Mikrofonen werden nicht unterstützt. Man braucht also externe Soundbars, so wie hier zum Beispiel wurde uns das gerade präsentiert. Ein Soundbar mit Google Assistant, da gibt man dann seine Befehle sozusagen an und dieser ist verbunden dann mit dem Smart TV und setzt dann diese um, was auch ohne Probleme funktioniert hat. Es lassen sich Rollläden von IKEA damit verbinden und so weiter. Ihr kennt ja das ganze Gedöns. Genau, sieht wunderbar aus. Wie gesagt, ein Komplettpaket von Philips, welches dem Nutzer eigentlich so dieses Gefühl geben kann, das ist eine Empfehlung von einem guten Freund und hier kann ich ohne schlechten Gewissen einfach zugreifen. Preis und Verfügbarkeit der The One TVs oder der Performance Serie liegen uns leider noch nicht vor. Wir denken aber, dass es sich hier in der gleichen Preisrange wie die Vorjahresmodelle bewegen wird. Diese haben für 43 Zoll bei 515 Euro gestartet, gingen weiter 58 Zoll für 670 Euro circa und 70 Zöller war sogar schon für 1100 Euro zu bekommen. Verfügbar sind die Geräte sicherlich im Sommer 2020. Wahrscheinlich etwas früher diesmal, also vielleicht so im Mai, damit man auch das Geschäft von der EM 2020 mitnehmen kann. Hat euch das Video gefallen? Dann gerne einen Daumen nach oben. Ihr könnt einen Kommentar da lassen oder unseren YouTube-Kanal natürlich abonnieren. Und mehr Infos wie immer auf www.4kfilme.de.